Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Mod-Vorstellung. Ich würde euch heute einen Mod von Obelinio zeigen aus dem SCS-Forum, nämlich Roofbar für den Renault Premium. Wollen wir doch mal kurz drüber schauen, was wir hier alles mit am Start haben. Da könnt ihr hier schon sehen, wir machen mal die Sonnenblende, machen wir mal weg. Kann man es vielleicht besser sehen. So. Der sieht schon mal ganz cool aus hier. In Chrom natürlich. Dann haben wir hier noch zwei Slots. Ich weiß nicht, irgendwo gibt es sogar Slots Top A, Top B. Da muss man doch mal genau gucken. Es gibt nämlich natürlich auch in Wagenfarbe. Lackiert gibt es auch. Da gibt es nämlich dann auch noch separate Punkte oben beim großen Führer. So, das müssen wir uns auch noch kurz angucken. Sieht schon ganz cool aus hier. Dann haben wir hier noch. Ich weiß auch nicht so genau, wo hier. Painted Pot 2 Slots Top A, dann Top B. Da weiß ich irgendwie noch nicht genau, wo hier der Unterschied sein soll, weil hier bewegt sich nichts. Nichts. Einfach nichts. Außer die LED. Die habe ich jetzt mal gebraucht. Weil vielleicht hat man dann hier die Möglichkeit, dass man wieder ein paar Tröten anbaut. Da kann man hier noch. Die wollen wir vielleicht auch mal nutzen. Auf alle Fälle hat man dann hier jetzt die Möglichkeit, das alles ein bisschen hübscher zu gestalten. Was ich auch ganz gut finde. Auf alle Fälle ist es so ein schöner Roofbar-Mod jetzt für den Premium. Natürlich. Muss man das auch mögen, logisch. Was haben wir hier noch? Kann man noch ein Rundumlicht hinsetzen, oder? Ja, passt. Und hier, oh, das sieht man so schlecht, ne? Hier an der Seite. Schauen wir mal, ob da noch sowas hingeht hier. Gucken wir nochmal. Ja, das ist für die Seite, genau hier. Zack. Und oben drauf hätte man dann natürlich noch, ups, die Möglichkeit, hier noch oben was drauf zu setzen. Ne, ja, das geht nicht. Da kann man was anderes noch drauf setzen. Ne? Sieht aber schon ganz cool aus. Und natürlich in der lackierten Version. Und sieht eigentlich ganz cool aus hier. Ne? Gibt es halt natürlich, wie gesagt, für den großen und für den und für das kleine Führerhaus. Hat er jetzt nun geupdatet wieder für die Version 1.32. Und ja, viele mögen die Premium nicht, aber ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Also hier nochmal zu erkennen, hier sieht eigentlich ganz schick aus hier alles. Mir gefällt's, ich find's ganz cool. Ist auf alle Fälle eine Alternative mal zu den Standard SCS-Bügeln, die eigentlich eh nicht so der Hit sind. Und vor allem, weil man es hier in der originalen, beziehungsweise in der lackierten und in der Chrom-Version haben. Ne? Das finde ich ganz cool. Funktioniert natürlich für die Original SCS Scanios, dann für den Premium von Schumi funktioniert es auch noch. Da hat er auch die Definition mit gleich hinzugepackt. Jetzt machen wir noch kurz einen Lichttest, wie es ausschauen könnte, wenn man das nutzt. Also voller Welt ganz cool. Könnte natürlich noch ein paar mehr Lampen anbauen, die Möglichkeit besteht ja. Aber ich finde es ganz witzig eigentlich. Sieht ganz cool aus. Man kann auch den Premium so etwas pimpen. So, kommen wir ganz fix zum Fazit von diesem kleinen Anbaumod.
denn er ist wirklich nur klein. Wir haben ja schon gesagt, hier diesen Roof-Bar-Mod für den Premium. Einmal für das kleine Führerhaus und für das große. Chrom-Variante oder Paint-Variante. Wir haben 10 verschiedene Slots für Lampen und Hörnern. Dann 7 Slots für Marker, Lights, also die kleinen Punkte, ne? Und 4 Slots allein nur für die Hörnchen, also für Tüt-Tüt, ne? Und für Bacons, ne? Die haben wir mit dabei. Funktioniert auf dem STS Premium und auf dem Premium vom Schumi. Das wurde schon hiermit als Definition hinterlegt. Ja, mehr ist es im Prinzip nicht. Ist halt bloß ein kleiner Mod, aber ich dachte mir, komm, stellst mal vor. Vielleicht mag ja der ein oder andere Premium fahren und dann kann er sich hier diesen Bügel mit drauf pflastern. Ne? Mehr ist es im Prinzip nicht. Aber es ist halt, wie schon gesagt, auch kleiner schicker Anbaumod und ich würde es eigentlich ganz schön. Ja, da war es auch schon von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Däumling da. Falls Fragen sind, einfach kommentieren oder im SCS-Forum. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Roofbar-Mod. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, bis bald. Macht's gut und ciao.